Das steht. Gibt's auch für Bleifuß eine Windel? Bleifuß. Aber keine Windel. Mein Bleifuß wird gleich in Ärsche treten. Jetzt hast du deinen Namen weg, dank Topa. Bleifuß. Ja. Ja, nur weil er nicht lesen kann. Bleifuß. Seinen, man kann es auch direkt sagen, die Weiber hier sind alle hässlich. Ja. Also, es gibt eine, die sieht recht annehmbar aus, glaube ich, so mit dem Zopf. Die haben wir aber nicht. Nee. Die kriegst du auch ganz selten. Ich glaube, die haben sie mittlerweile auch schon hässlich gemacht. Es konnte nicht sein, dass vielleicht eine gut war. Aber ich glaube, Ärsche haben sie keine. Also, Kreidek, bitte aufgepasst. Die Ärsche müssen hässlicher gemacht werden. Sonst ist ja man abgelenkt. Und Schambart. War geil. Ja, ich merke nämlich, naja gut, der Arsch ist nicht so geil. Ohne. Mal in reinzimmern. Ich habe mal nämlich gemerkt, dass Bleispender mit Bleifuß mir immer auf den Arsch klotzt. Hau ab, niemals, du bist ein Kerl. Ich bin ein Alter. Komm mal. Naja, sonst war ich immer ein Vibe. Das geht nicht um hässlich. Ich meine, das eher so, dass man... Ja, irgendwie, ja. Ja, weiß ich nicht. Wenn du es weißt, kannst du es schon unterscheiden, aber... Ich könnte ja mal April-Hämatom machen. Ich zieh da eine mit der Axt, Alter. Zieht da ein Scheide. Wo ist denn eigentlich hin hier? Ach so, ja, gute Frage. Da in die Richtung oder was hier so? Ja, ja, du sagst es. Pass auf, da ist Dr. Eibolit unterwegs. So langsam komm ich rein. Ich kann dir eine Panda-Brille basteln, Alter, mit meiner. Ach, er war schon hinüber. Hier. Ja, immer zustechen reicht. Hier ist wieder so ein Fettsack. Ich locke ihn weg. Ja. Obwohl, nee, warte mal, das Ding ist da. Das ist da unten. Oben. Oben. Weiß ich gar nicht jetzt so. Das ist ja draußen. Man muss dreimal gucken. Ey, wir sind beim Boss, Alter. Ja, was wollen wir denn hier? Nein! Scheiß Bienen. Komm. Verpisst euch. Ich hab sie totgeschlagen. Jawohl. So, ich hole den Clou, dann müssen wir gucken. Wir brauchen Äxte, Alter. Äxte. Ja. Ich gucke ja schon. Dann schlagen wir den Boss tot. Das setzt unserer Karriere einen komplett... Und die Sprengfässer hier, die helfen bei dem wohl nicht. Die ist ja mit Feuer. Du Sau, stirb! Und das war höchste Eisenbahn. Die haben schon ordentlich am Lebensbalken gelutscht. Ja, wo sind hier Äxte? Äxte dran. Da liegen keine. Scheiße, Mann. Manchmal findet man beim Alten dann noch selber was. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen. Ach, Topa, das ist doch schon wieder scheiße, Mann. Keine Äxte. Das Geld? Nehmen wir mit. Ja. Ich gucke nochmal hier unten. Oh, ihr habt. Aber die Pferde machen manchmal auch so Geräusche. Ich habe zumindest einen Hammer. Der ist nicht ganz so geil, aber geht noch. Und hier die Axt hier, die gefällt dir wohl nicht. Na, dann nimm du sie. Nimm, mein Junge. Dann nehme ich die halt, wenn du sie nicht haben willst. Ja, nun. Schlagen wir den Tod? Ich sag doch gleich, Matze, du Blindfisch, hast die Augen nicht richtig aufgemacht. Ich hab's durch die Blume gesagt. Ja. Der Hammer ist halt blöd. Kannst du bloß zweimal zuschlagen mit dem Ding. Ach so. Aber macht Abbrach, ja. Ach ne, ist ja auch ein Hammer. Lass dich nicht von ihm schlagen. Da zieht ja mit Brandschaden das Fell ab. Ja. Oh, jetzt ist er auf 180. Jetzt ist er auf 180. Wir müssen laufen.
wir hinter ihn kommen, wenn, also hinter dir herrennt. Nee, warte, jetzt machst du eh nicht so viel Schaden. Da ist im Enrage-Mode. Nutze die Zeit lieber, um Ausdauer zu tanken. Jetzt kann er wieder einen auf den Ballon kriegen. Das ist meine Axt hier. Alter! Nein, ich habe vorbeigeschlagen. Gib ihm! Oh Mann, ich brenne schon wieder. Na, dann lass dich. Geh doch nicht so nah ran, Alter. Naja, das musst du halt üben. Das sind Erfahrungswerte. Jahrhunderte der Erfahrung werden hier. Ich weiß ja nicht, wie weit die Axt geht. Naja, du musst halt üben. Probierst du einmal nicht so nah ran und dann. Und du musst halt gleich zuschlagen und weg. Ich glaube, er ist wieder auf 180. Oh ja, da trifft mich trotzdem der Wechsel. Nein! Dieser Assi, Alter. Ist der dumm oder was? Wie war denn das jetzt? Du bist ja jetzt richtig tot. Ich, wenn ich den Boss umhaue, kann ich dich ja wieder zum Leben erwecken. Bei mir steckt das schon klein zu, wenn ich alles geholt habe. Bei dir nicht. Oh. Doch, jetzt auch. Stoppst du mal die Verbrennung, du Idiot. Da kommt er. Alter. Dieses dumme Schwein. Das auch, ja. Drück ja F, während du rennst. Ey, die Verbrennung stoppt, Alter. F drücken, ja. Ach so. Oh. Kannst du beim Rennen machen. Naja, der rennt aber nicht. Doch, ich bin gerannt und hab gleichzeitig ausgemacht. Ach so. Jetzt lege ich ihn um. Ja, jedes Mal gebrannt bei dem. Übel. Meine Axt kannst du nicht nehmen. Nein! Hör doch auf, nee. Hä? Och komm, Alter, nicht doch jetzt. Es ist nicht dein Ernst, Junge. Das war doch nicht. Er war viel zu weit weg, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Mist, unser erster gemeinsamer Boss. Wie so eine zu klein geratene. Was ein Navi? Versteck gefunden, getötet. Wir haben ihn umgebracht, Alter. Oh nee, ach Mann. Ach komm, hör auf. Du verrätst uns. Ja, es musste schnell gehen jetzt, ja. Mensch, was rennen denn die mir hinterher? Die sind geil auf deinen geilen Arsch. Ja. Da musst du aufpassen, da oben ist ein Fenster. Hm. Ach, dort ja. Da ist auch schon einer. Hm. Ich treffe das Fenster nicht immer. Ich hab ihm einen Hit gegeben, Alter. Möchte man's glauben? Auf so eine Fotze. Du hast ihn umgelegt, glaube ich, sogar. Umgelegt sogar, möglich. Der hat krack gemacht oder so. Los, wir pushen. Large erstmal voll. Ja. Er ist One-Hit-Wonder, Junge. Ja, dreimal hab ich geschossen. Naja, aber jetzt brauchst du nicht mehr so viel. Er hat schon einen Lebensbalken verloren. Die schießen ja Fässer am Brand, Alter. Schlag dir die Jacke in Brand, Junge.
Das sieht's aus. Onkel. Oh, da läuft, kommt wieder was durchs Wasser. Was? Da läuft was durchs Wasser. Irgendeiner ist in der Stolperfalle. Eine Falle. Na! Einer hat einen Hit gekriegt. Naja, die sind da auch drin. Schau mal das Glas rein hier. Mhm. Bienenglas. Honigbienen. Ja, macht hier oben einer. Meine Bienen greifen an. Geil. Ich höre, wie immer macht. Ich bin Trainer. Mhm. Du kannst ja mal unten an dem Metalltor drehen. Aber nicht aufmachen, nur bloß so drehen. Das Tor. Nein! Oh ne, ja. Wieso das? Oh, Alter, was schießen diese Anfänger? Ja? Ist auch da oben lang oder? Nö, mach hier unten. Du kannst da aufdrehen, kannst ein bisschen verwirren, weißt du? Wo ist denn das Metallding? Was du meinst? Na, du stehst da davor. Da. Ach, hier. Naja, Augen auf im Straßenverkehr. Topa! Wieso kommst du nicht mit uns mit? Was heißt mit uns? Vorhin habe ich gesehen, da war Carsten allein drin. Ach, ihr seid zu zweit. Naja, weißt ja. Blei und ich üben fleißig. Pass mal auf, hier war noch ein Gegner. Und das war der, der unten rausgeguckt hat, kann auch sein. Nee, die Tür ist zu, da kommst du nicht rein. Die ist blockiert. Auch mal oben lang gucken. Mhm. Auf die können durchs Tor schießen, Alter. Hier drüben war ein Fenster, da bin ich reingeklettert. Es war aber auch günstig, weil deine Bienen gerade ja. Lärm gemacht haben. Ne, da oben sind die nicht. Die können ja nicht so gut klettern wie ein Tarkov. Nee, da kommst du nicht hin, da musst du springen. Das hören die. Und klettere rein, jetzt mach's nicht so spannend. Leg alles. Ich bin jetzt. Alter! Warum? Komm, ich komm jetzt einfach rein. Mach doch noch mehr Lärm. Ja, die können ruhig hören, das Stapeln. Der Tod, gefahrener Tod, pass auf, da hinten war der. Da hinten hat er gesessen, wo meine Leiche ist. Da wartet bestimmt, dass du sie aufhebst. Da links, so da hinten, wo der Korb steht, hier dieses komische Regal. Da auf der Treppe muss da gehockt haben.
sei vorsichtig, nicht, dass er unten hochschießt. Oh, unten. Unten hat einer ein Tor aufgemacht. Er hat seinen Mate noch nicht aufgehoben. Hey, ach nee, ey, wir haben getradet. Heb mich auf, schnell, heb mich auf, schnell. Sehr schön, heb mich auf, schnell, heb mich auf, schnell. Das war der Typ. Ah, wir haben uns gegenseitig über den Haufen geschossen. Den habe ich nämlich vor uns eingeschossen, das okay. War der. Mit dem weißen Hemd, der Schwarze. Ach so, nee, ich dachte, ich meine, der mich umgelegt hat, den habe ich... Also den ich umgelegt habe, der hat mich umgelegt. Oh, ey, ja, die Waffe will ich haben. Nimm doch. Jäger ausrauben. Du kannst auch noch den Jäger ausrauben. Ja, mache ich auch. Warte mal, wieso kann ich ihn das nicht aufheben? Was? Oh, das ist auch immer so richtig dumm. So. Jetzt habe ich zwar nicht mal so viel Schuss, aber wenn es trifft, dann rumpst es im Karton. Wenn du eine Kiste irgendwo mit Spezialmunition siehst, musst du sagen. Das sind so... Die sind so komisch markiert, glaube ich. Jetzt können wir unten das Bounty noch aufheben. Hier liegt eine Axt. Hast du ein Bounty schon aufgehoben? Das Ding habe ich aufgehoben, ja. Okay, cool. Ey, hier, nimm den seine Waffe, Alter. Die ist viel besser als deiner. Nimm den richtig aus. Die lange? Ja, das ist Lebel oder sowas. Die ist richtig geil, Alter. Okay. Und hier seine Pistole kannst du auch noch nehmen. Da hast du zwei Waffen. So, und dann können wir uns jetzt gediegen nicht zum Ausgang machen, weil der Ausgang am Arsch der Welt ist. Naja, nicht ganz. Wenn Wir müssen ein bisschen laufen. Aber wir müssen dann gucken. Wir müssen von unserer Sicht Gebrauch machen. Ja. Also ich guck mal jetzt. Ich habe nichts gesehen. Dann musst du nachher mal gucken. Alter, was für eine geile Waffe. Damit schicke ich die jetzt über den Jordan. Hoffe. So, wenn wir rauskommen, gibt es Punkte. Die musst du verteilen. Auf die Waffen und auf die... Auf das Setup, was du möchtest. Ich gehe eine rauchen und lies es dir irgendwo durch, dass du hier nicht irgendwie Vorderschaft-Repetierer ausrüstet, obwohl du den gar nicht hast. Geil, stink. Vielleicht treffen wir ja auf die. Dann nehmen sie uns auseinander. Nee, kann ja nicht sein. Machen wir alle. Weil wir ja... Ja, eben. Ey, wir ach so, ja, stimmt. Ja, du hattest ja den einmal schon am Fenster weggemetert. Ja, angeschossen. Das war der, den ich jetzt getötet hatte. Ja, nee, der ist vorhin schon gestorben. Ich habe ihn gehittet, du hast ihn umgelegt. Hm. Und dafür haben wir drei Kills. Also, die werden wieder hochgehoben. Aha. Wenn du es nochmal umbringst, kriegst du nochmal einen Kill. Ach so, okay. Hm. Geil. Schönes Ding. Aha.